So, ich habe leider gesehen, dass ich mit dem letzten TNM-Video schon ein bisschen zu weit vorgeschossen bin. Wir haben ja noch gar nicht über die Krebsarten gesprochen, die es da gibt. Und mit Krebsarten meine ich jetzt nicht Lungenkrebs, Darmkrebs etc. Da hatten wir ja gesagt, dass das Vorhandensein des Organs eigentlich ausreicht, dass da auch Krebs sich entwickeln kann. Nee, ich möchte mal auf die Oberflächen, die sich im Körper offenbaren, eingehen. Und mit Oberflächen meine ich jetzt nicht hier die Oberfläche der Leber nach außen hin oder die Oberfläche der Nieren. Nein, ich habe diese Organsysteme hier ausgewählt, um zu verdeutlichen, dass die ja alle in irgendeiner Form an eine Röhre erinnern. Also Sie sehen hier die Luftröhre mit den beiden Hauptbronchien. Sie sehen hier den Darm, Dickdarm, Dünndarm, Rektum. Sie sehen hier die beiden Nieren mit den Harnleitern und Sie sehen hier die Gallenblase mit dem Gallengang. Allen denen ist gemein, dass die eine Grenzfläche zu einem Medium darstellen. In der Lunge ist bekanntlich in diesen ganzen Bronchien Luft drin, hier ist Verdautes drin, hier sammelt sich Harn an und hier Galle. Das heißt, wir haben verhältnismäßig viel Fläche im Körper mit einer gewissen Exposition zu anderen Stoffen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir schneiden da einfach mal durch, wir machen einfach mal einen Cut, der hier durchgeht, dann würden Sie, glaube ich, sehen, dass wir diese Struktur haben, Querschnitt einer Röhre oder eines Gefäßes. Und was wir uns jetzt im Weiteren angucken werden, ist dieser Bereich hier. Also der Bereich, der, wir nennen das im Lumen, der Innenseite dieser Rohrstruktur zugewandt ist und diese Oberfläche, die sich hier bildet. Hier sehen Sie vereinzelte Zellen, die von Blutgefäßen versorgt werden, dazwischen etwas Bindegewebe. Dieses Bindegewebe bezeichnen wir auch als Stroma. Darüber liegt eine Basalmembran und die Basalmembran trennt das Stroma von einem Gewebe, was sich oberhalb der Basalmembran befindet, was nicht durchblutet ist. Das heißt, die Basalmembran dient auch als Filter sozusagen für die Versorgung von diesem Gewebe. Und bei diesem Gewebe sehen Sie, da gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen. Das kann hier so platt nebeneinander liegen und womöglich mechanische Funktion haben. Hier ist das Lumen. Das kann mehrschichtig übereinander gereiht sein. Das kann aber auch je nachdem mit der Aufnahme von Stoffen im Darm oder der Sezernierung bei Drüsen zu tun haben. Und da sehen wir verschiedenste Ausprägungen hier auch nochmal mehrfach gestapelt. Dieses Oberflächengewebe, was wir an allen Oberflächen in unterschiedlicher Ausprägung sehen, das nennen wir das Epithel. Und ich habe hier ein paar Beispiele für dieses Epithel immer in Abgrenzung zum darunterliegenden Stroma gefunden. Aber Sie sehen, es ist immer gleich. Man hat immer das nach außen gerichtete Epithel. Man sieht hier natürlich die Basalmembran nicht und darunter ist es relativ zellarm, aber dafür bindegewebsreiche Stroma. Was Sie hier sehen, diese lila Punkte, das sind die Zellkerne. Hier sieht man auch nochmal ganz gut, wie wenig Zellen im Stroma sind und wie viel Zellen im Epithel einer Öffnung hin gewandt sind. Warum sprechen wir jetzt vom Epithel? Weil wenn Tumoren im Epithel entstehen, nennen wir diese Karzinome. Und Karzinome stellen 80% aller Krebsarten dar. Also zum Thema, welche Krebsarten gibt es? 4 von 5 Krebsarten sind Krebsarten, die sich aus dem Epithel entwickeln und die wir Karzinome nennen. Und wenn Sie sich nochmal an die Darstellung erinnern, da war einiges, was so ein bisschen plattenmäßig aussah. Ja, das ist das Plattenepithelkarzinom. Dann gab es diese drüsigen oder die an der Aufnahme mitverantwortlichen Zellen. Das sind dann die Adenokarzinome. Es gibt noch weitere Karzinome, aber generell kann man sich merken, Karzinome entstehen aus dem Epithel und machen die überwiegende Mehrheit aller Krebserkrankungen aus. Ich hatte gerade schon gesagt, man muss immer im Hinterkopf haben, das ist mit Exposition verbunden. Also das sind die Tumore, die auch mit der Interaktion mit seiner Umwelt zu tun haben und davon auch mit beeinflusst werden. Wenn ich jetzt aber nochmal gucke und mir vorstelle, was ist denn, wenn nicht das Epithel betroffen ist, sondern das Bindegewebe anfängt, sich zu teilen und Krebs zu bilden, dann sprechen wir von den Sarkomen. Man muss Sarkome von Karzinomen abgrenzen und die Sarkome sind deutlich, deutlich seltener. Nur 1% aller Krebserkrankungen sind Sarkome. Wie die genau entstehen, kann man beim besten Willen nicht sagen. Also wenn man sich bei den Karzinomen rausredet mit der Exposition, dann kann man bei den Sarkomen da eigentlich nicht viel erwähnen. Auffällig ist, dass Sarkome sehr oft im Kindesalter vorkommen, aber auch bei Erwachsenen, wie gesagt, zwar nur 1%, aber schon eine sehr, sehr wichtige Tumoruntergruppe. Sie erinnern sich mit Sicherheit noch an diese Abbildung aus dem Video zum lymphatischen System. Wir haben natürlich neben den Karzinomen aus dem Epithel und den Sarkomen aus dem Stroma auch, flapsig gesagt, Flüssigkrebs. Also Erkrankungen, die auf das blutbildende System zurückzuführen sind. Und hier habe ich das lymphatische System gezeigt. Natürlich haben wir auch noch das Blutgefäßsystem. Bei solchen Erkrankungen sprechen wir von Leukämien und Lymphome. Wobei man klar sagen muss, wir meinen nicht die Gefäße. Mit den Gefäßen ist man sehr schnell wieder im Sarkombereich, sondern wir meinen die Bestandteile, die sich in diesen Bahnen
aufhalten. Die Leukämien und Lymphome machen 8% aller bösartigen Erkrankungen aus. Sie sind aber eine Domäne der Hämatologie. Wir in Deutschland kombinieren die Hämatologie mit der Onkologie, was auf gleiche therapeutische Ansätze zurückzuführen ist. Aber man muss schon sagen, dass es da große biologische Unterschiede gibt zwischen den Leukämien und Lymphomen auf der einen Seite und der soliden Onkologie auf der anderen Seite. Deswegen hier schon mal ein Ausrufezeichen. Ich werde natürlich im Weiteren noch darauf eingehen. Auch wichtig, was wir schon über TNM gesprochen haben, trifft hier nicht zu. Leukämien und Lymphome haben eine andere Klassifikation, aber auf die werde ich ebenfalls noch in einem späteren Video eingehen. Last but not least gibt es noch eine weitere Gruppe an klassischen häufigeren Tumorerkrankungen und die entstehen im zentralen Nervensystem. Das sind die Tumore des zentralen Nervensystems, Hirntumore, Tumore des Rückenmarks. Die sind auch verhältnismäßig selten mit 1% und sind natürlich auch ein Bestandteil der Neurologie. Also wenn wir bei den Leukämien und Lymphomen ein bisschen bei der Hämatologie uns umschauen und aufhalten, ist es bei den Tumoren des zentralen Nervensystems die Neurologie, die wir da häufiger sehen. Fassen wir mal zusammen, also 4/5 mindestens aller Krebserkrankungen sind Karzinome, gehen vom Epithel aus. 1% sind Sarkome und 1% sind ZNS-Tumoren. Und 8% sind Krebs der Blutbildung, bitte nicht des Gefäßes, sondern der Blutbildung, der Bestandteile des Blutes oder der Lymphe. Sie sehen, dass dann aber ein relativ großer Keil übrig bleibt, der hier nicht eingeordnet ist. Ich möchte ein Beispiel sozusagen nennen, warum das sein kann. Das hier ist eine Darstellung eines Melanozyten. Das sind Zellen, die sitzen zwar im Epithel, hier ist das Epithel oder hier startet das Epithel der Haut und hier drin sitzen vereinzelt diese Melanozyten. Das sind aber Zellen, die von ganz woanders herkommen, möchte ich gar nicht so super ins Detail gehen. Und wenn die anfangen zu wachsen, dann sieht das natürlich erstmal so aus, als ob das ein epithelialer Tumor wäre, ein Hautkarzinom. Wenn man sich dann mal anguckt, dass dieser Tumor dann zum größten Teil aus den schwarzen Melanozyten besteht, hier ist die Farbgebung ein bisschen ungünstig gewählt, dann merkt man, okay, das ist kein Karzinom. Wir nennen es dann ein Melanom oder schwarzen Hautkrebs. Das ist der Hintergrund dafür. Das Melanom ist aber nur ein Beispiel. Beim Seminom haben wir es mit Keimzellen zu tun, die Krebs entwickeln. Hier habe ich das SCLC, den kleinzelligen Lungenkrebs, zwar mit 3 Fragezeichen versehen. Warum? Weil der in Deutschland oft als kleinzelliges Bronchialkarzinom bezeichnet wird oder als kleinzelliges Lungenkarzinom. Ähnlich wie bei dem Melanom haben wir hier auch die Eigenschaft, dass wir es mit Zellen zu tun haben, die entwicklungsgeschichtlich ganz woanders herkommen und nicht zum Epithel gehören zu scheinen. Das sind immerhin 10% aller Tumorerkrankungen. I,